Covid-19 breitet sich noch immer weiter aus. Und die Welt hofft auf ausreichend Impfstoffe, die das Virus endlich eindämmen können. Ein guter Zeitpunkt, dich über deine Rechte zu informieren. Und zwar über alle. Du hast das Recht auf Leben. Du hast das Recht auf Gesundheit. Aber hast du gewusst, dass du auch ein Recht darauf hast, an den Errungenschaften des wissenschaftlichen Fortschritts teilzuhaben? Ja, das gilt sogar für die Vorteile der Astrophysik und der Quantenmechanik. Aber es gilt auch für Gesundheitsprodukte und natürlich für Impfstoffe. Dieses Menschenrecht setzt voraus, dass Covid-19-Impfstoffe verfügbar, zugänglich, bezahlbar, akzeptabel und von guter Qualität sein müssen. Wissenschaftlerinnen und die Unternehmen, für die sie arbeiten, tragen Verantwortung. Niemand will einen überteuerten, qualitativ schlechten Impfstoff. Aber die Erfüllung dieses Menschenrechts ist in erster Linie Pflicht der Staaten. Die Menschenrechte gehören allen Menschen. Niemand soll Schwierigkeiten beim Zugang zu Impfstoffen haben, egal wo man lebt, wer man ist oder was man verdient. Die Staaten müssen also dafür sorgen, dass die Verteilung von Impfstoffen zugänglich, leistbar, inklusiv und nicht diskriminierend ist. Für staatliche Impfpläne heißt das, dass diejenigen, die unverhältnismäßig stark von Covid-19 betroffen sind, Vorrang haben sollten. Viele Gruppen werden beim Zugang zu medizinischen Leistungen strukturell diskriminiert. Menschen, die isoliert, einkommensschwach, gefährdet oder anderweitig benachteiligt sind, bedürfen besonderer Beachtung, um sicherzustellen, dass ihre Rechte erfüllt werden. Das Gleiche gilt auch international. Internationale Zusammenarbeit ist notwendig, damit Menschen überall Zugang zu Impfstoffen haben. Impfstoffnationalismus ist inakzeptabel. Reiche Länder haben Impfstoffe für ihre eigene Bevölkerung vorbestellt, oft in unglaublichen Mengen. Dies untergräbt die Bemühungen für eine gerechte Verteilung auf globaler Ebene. Die Covid-19-Pandemie ist für niemanden vorbei, bis sie für alle vorbei ist. Bestehe auf dein Recht, an den Errungenschaften des wissenschaftlichen Fortschritts teilzuhaben und fordere mit uns, dass alle Menschen Zugang zu Impfstoffen haben müssen.